Okay, Spitze. Was habe ich hier jetzt? Tome alone. Tome? Tom. Tome. Tom alone. Jedenfalls ist schon mal Fall Nummer 2. Okay. Zusammenfassung: Dulli schlug einen Besuch in der Bücherei vor. Er muss den seltsamen Sturm gesehen haben, der sich darüber zusammenbraut. Okay, was für ein Fall ist das, Dulli? Weise mich ein. Fall? Nein, ich muss ein paar überfällige Bücher zurückgeben. Also, dass ich drehende lila Vortex-Ding über dem Gebäude hat nichts damit zu tun, warum wir hier sind. Ach komm schon, Detective. Du wirst wohl kaum das Wetter verhaften, was du nicht alles dafür tust, um diese Abteilung zu rechtfertigen. Bringen wir sie durch. Versammlungsgebühren, ich hätte verlängern müssen. Wie soll das denn gehen? Ist ja nicht so, als hätte ich eine Streckbank für Bücher zu Hause. Du kommst auch mit deinem Charme nicht aus dieser Sache raus, Patrick. Regeln sind Regeln. Können wir uns nicht irgendwie einigen? Hast du irgendwelche Parktickets, von denen du dich verabschieden möchtest? Dulli, versuchst du dich mit Bestechung um die Straftat zu drücken? Die Strafe zu drücken? Nein? Hier habe ich eine Einigung für dich. Ich lasse deine Versäumnisgebühren fallen, wenn du das lästige Kind verhaftest. Kind? Das, was für den Sturm verantwortlich ist, und du weißt schon, für die Geister. Geister, was? Ein Ruheschädel. Flackernde Lichter. Das Geflacker frustriert sicher ganz schön mal beim Lesen. Ist das Ihr Lesestapel? Oh, die habe ich alle schon gelesen. Dem Schreibtisch fehlt ein Bein. Also benutze ich sie, um den Computer auszubalancieren. Pflanze. Aus einem gewissen Blickwinkel gesehen hat Dulli verrückte Haare. Büro? Was ist mit der? Ist schon alles geredet? Was haben Sie über Geister gesagt? An diesem Ort spukt es. Du weißt schon, das Übliche. Das Übliche? Flackernde Lichter, schwebende Bücher, seltsame Geräusche, schaurige purpurne Stürme. Es vertreibt die Leser. Und Sie sagen, ein Kind ist schuld? Er ist der Einzige hier, der oft genug da ist. Verdächtigt oft, wenn du mich fragst. Ich werde mir das ansehen. Tu es. Oder ich rufe ein paar schrullige Priester und oder einen fragwürdigen geisterjagenden Anfänger, um das in Ordnung zu bringen. Welche Bücher hat Dulli sich ausgeliehen? Er hatte, wie man einen Rave veranstaltet. Roswell, New Mexico, der Ort, an dem die Aliens versuchten, mit uns durchzuführen. Und das Gesetz. Was ist es und brauchen wir es wirklich? Hey, was ist mit dem Bücherei-Lesegeheimnis? Wirklich kein Ding, Kumpel. Ich nehme an, das mit dem Gesetzbuch hast du aufgegeben. Hatte zu wenig Bilder.
Skylight, die herzzerreißende Geschichte eines Mädchens, das sich in einen umgekehrten Vampir verliebt. In einen was? In einen umgekehrten Vampir, er kann nur tagsüber herauskommen. Ich bin an der Stelle, als ihre Promenade ist und er ihr verspricht, sie zu begleiten, aber die Zeit schreitet weiter voran und plötzlich ist es Nacht. Was passiert, wenn er nachts rausgeht? Dann wird er richtig schläfrig. Hört sich interessant an. Was? Das hört sich schrecklich an, Detective. Okay, tschüss. Falls du etwas benötigst, ich bin hier, außer ich bin nicht da. Klingt logisch. Ins Büro rein. Kalender. Ich habe das letztens für Doris besorgt, als ich aus den Versäumnisgebühren rauskommen musste. Dieses Mal muss ich wohl härtere Bandagen aufziehen. Computer. Der Computer scheint kaputt zu sein. Der ist nicht kaputt, der ist innen hohl. So kann man darin mehr Bücher aufbewahren. Büro. Utensilien. Man weiß nie, wann man etwas in der Mitte durchschneiden muss oder in der grob geschätzten Mitte. Oh, ich habe eine Schere gekriegt. Das könnte eigentlich den grässlichen Kalender zerschneiden. Lampe. Selbst die Lampe flackert. Nennen wir das Plan B. Okay, es geht nicht leider. Ein alter Fotokopierer. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du uns viel bringt. Oh doch, jedes Jahr. Wenn die Karte erneuert werden muss, macht Doris ein Bild vom Hintern fürs Archiv. Von Hintern von jedem. Nur von meinem, wenn ich so drüber nachdenke. Das ist der Preis für all das Training, schätze ich. Und dann habe ich ja schon mal Papier, das ich zerschneiden kann mit meiner neu gewonnenen Schere. Mülleimer. Rosen sind rot, Veilchen sind blau, dein Kredit ist gestrichen, du arme Sau. Ja, da oben. Sieht aus, als wären einige dieser Menschen schon seit Jahren hier. Wir sollten ihre Taschen durchsuchen. Du weißt schon, nach Beweisen. Eigentlich einen Knopf und eine Schere. Das heißt, ich kann mir vielleicht bald was nähen, wenn ich jetzt noch Faden bin und ein bisschen Stoff. Das wäre ja der Hammer. Habe ich die Lampe schon geguckt? Selbst die Lampe flackert. Ich genieße den Zugang zu geheimen Bereichen, den der Job uns beschert. Wirklich sehr, nur für Personal. Nicht während unserer Arbeitszeit. Out. Die Schere und den Knopf. Okay. Muss man alles ausprobiert haben. Mülleimer. Achso, das war ja dieses Rosen sind rot Gedicht. Dann gehe ich jetzt erstmal wieder raus. Nochmal reden. Vielleicht liest sie ja was Neues jetzt. Nee, Skylight. Immer noch geiler. Mit den umgekehrten Vampiren. Okay, tschüssi. Falls du etwas benötigst, ich bin hier, außer ich bin nicht da, ja klar. Ruhe. Ein Rusch. Ein alter Fahrstuhl, wo ist die Treppe? Wir haben keine, es hatte hier gebrannt und ironischerweise war die Feuertreppe das einzige, das zerstört wurde. Okay, also wo ich bin, jetzt war erstmal in die. Achso, ich kann gar nichts mehr, der ist ja kaputt, oder?
Nee, ich stehe aber schon drin. Stehe schon drin. Ach so. Man muss auf die Zahlen klicken, war ja klar. Ach so. Dann gehe ich mal nach Science Fiction and Fantasy. Für Kinder. Pflanze. Was für seltsame Blätter diese Pflanze hat. Das? Das ist nur der abgestorbene Baum, wodurch es ihre Strümpfe trocknet. Science Fiction. Kinderabteilung. Statue. Hör auf zu zwinkern. Hier Science Fiction. Rakete. Als Kind wollte ich immer Astronaut werden. Bis ich herausfand, dass sie ins All fliegen müssen. Oh. Sieht aus, als ob ein Stück Aluminium vor der Rakete absteht. Das könnte nützlich sein. Ein Blechstreifen erhalten. Science-Fiction-Literatur. Fantastischer Orbit. Ertrunken im Mondlicht. Erwürgt mit dem eigenen BH. Das steht in der Kinderabteilung. Okay. Was ist das hier? Bücherausweis. Wie bequem. Ich hatte erwartet, dass ich durch eine Reihe halb logischer Rätsel durch muss, um einen zu bekommen. Paul Conway. Einen selbstgefälligen, dreinblickenden Paul Conway. Schachbrett, das sich von alleine bewegt. Okay. Was ein großartiges Spiel. Ja, lustig aussehende Figuren. Schwert und Schild. Lebten wir im Mittelalter, dann würden wir die Abenteuer des Landvogt von Dünkelsois und seinen Büttel Dule erleben. Düstere Geschichten des Sadventurers. Diese Abteilung habe ich nie verstanden. Wie kann etwas gleichzeitig Wissenschaft und Fiktion sein? Ich weiß nicht, was soll ich manchmal mit ihr machen soll. Was ich manchmal mit ihr machen soll. Mir eine Gehaltserhöhung geben. Vielleicht später. Was ein großartiges Spiel. Ja, lustig aussehende Figuren. Das hatten wir ja schon. Gibt es hier noch irgendwas zu gucken? Ich glaube nicht. Gehen wir zurück in den Flur und dann hier in die Kinderabteilung rein. Was ist mit dem hier? Eine Worte? Die Worte sind kurz und ich glaube, ich kann das ganze Buch von vorn bis hinten durchlesen. Juhu. Oh, ist das für meine Altersgruppe geeignet? Ich habe ein Buch über Bücher für meine Altersgruppe gelesen und das sind alles Bücher über Jungs und Zauberer und sprechende Hunde. Okay, ich werde es versuchen. Ich hoffe, ich mag es, weil ich alle Bücher über Jungs und Zauberer und sprechende Hunde hier schon gelesen habe. ABC, so einfach wie 4, 5, 6. Roboter. Ich hoffe, ich habe eines Tages ein Roboterhaustier. Zu viele Verantwortung führte ein Bäuchleinkraulen im Beibringen, die Menschheit zu beherrschen. Warum würdest du ihm das beibringen wollen? Ich möchte auf der richtigen Seite stehen, wenn das Unvermeidliche eintritt. Ich mochte schon immer Züge und Straßenbahnen, aber keine Hängebahnen. Denken, wie wäre was Besseres, weil sie in den Lüften schweben. Der Dudi-Bücher. Achso, bin ich jetzt raus? Wollte doch gar nicht raus. Warum deine Eltern dich nicht lieben? Ja.
Kleiner Dämon, mit wem redest du, Kleine? Ich sage dir gar nichts, ich habe gehört, was Leuten passiert, die petzen. Die modernen Medien erschweren uns wirklich den Job. Du kommst mir bekannt vor, habe ich dich schon einmal verhaftet? Hier, das schwebende Buch. Nun, das ist nicht richtig. Netter Trick, aus welchem Magiebuch hast du das denn gelernt, Kleine? Das ist keine Magie, das ist nichts. Lüftungsschacht? Da kommt ein kalter Zug aus dem Lüftungsschacht. Das kann für die Gesundheit der Kinder nicht gut sein. Dabei mag er doch Züge, oder? Habe ich das eben falsch verstanden? Viewmaster. Ein Viewmaster? Die habe ich als Kind geliebt. Ich werde das nehmen und sehen, ob ich es benutzen kann. Ach so, ich werde das nehmen und sehen, ob ich es benutzen kann. Entschuldigung. In Momenten wie diesen vermisse ich den Streifendienst. Wollte gerade schon den Seifendienst holen. Die Seifenoper. Ein New Master. Okay, da ist der Dino. Der Staub darunter passt nicht. Ich glaube, er wurde kürzlich bewegt. Bücher. Babyzettel, Aufstand an. Ach, Babyzettel, Aufstand an, okay. Vielleicht eher mit der Betonung macht es mehr Sinn. Habe ich hier jetzt alles geguckt? Ist eigentlich alles, aber vielleicht. Mit wem redest du, Kleiner? Ich sage dir gar nichts. Okay, ich setze mal das gleich. Da redet mit dem Geist wahrscheinlich. Nennen wir das Plan B. Okay. Vielleicht will dir am Knopf etwas anderes probieren. Viewmaster. Komm schon, Frankie, das kannst du besser. Ich muss erst einen Film finden, den ich einlegen kann. Okay. Knopf, Schere. Schere, Knopf. Bringt mir das hier irgendwas? Oder ein Metallteil? Ich glaube, ich gehe jetzt mal raus. Gemälde. Professor Theodore Bücherei, Erfinder der Bücherei. Nein, nicht ein Wort davon ist wahr. Gehen wir jetzt erst in den Hobbyheimwerken. Hobbybücher. Panzerband in Unterhosen verwandeln. Gestalte deinen Genitalbereich nachhaltig. Okay. Könnte ungemütlich sein. Heimwerkerliteratur. Wie man do it yourself selbst macht. Mit do it yourself kenne ich mich auch. Ich überrede immer meine Schwester, die Arbeit für mich zu übernehmen. Das ist genau. Nicht dein Ding, Junge. Gemälde. Warte einen Moment, das sind Ausdrucke von Kinderbildern. Schau dir nur Mr. Geldsack und seine tiefen Taschen an. Reich genug, um sich Kinderkünstler leisten zu können, die Originalwerke malen, dieser Typ. Krass. Gemälde. Warte einen Moment, das sind Ausdrucke von Kinderbildern. Schau dir nur Mr. Geldsack und seine tiefen Taschen an. Reich genug, um sich Kinderkünstler leisten zu können, die Originalwerke malen. Dieser Typ, das hatten wir ja eben schon. Mit noch irgendwas? Gliederpuppe? Er sieht aus, als ob er springt.
Du würdest auch springen, wenn dir jemand einen Pfosten in den Hintern schieben würde. Kleber? Jemand hätte das Kleber hinterlassen. Es ist kein Panzerband, aber es könnte nützlich sein. Jetzt habe ich auch noch Kleber. Warum sind das Attrappen? Du kannst doch die Kinder nicht in die Bücher kritzeln lassen. Sachen miteinander zusammenkleben. Glaube aber, das würde mir nicht viel bringen. Aber es wird passen zu der dummen Polizei, die da jetzt gerade steht, im Grunde genommen. Wollt mal es mal probieren, lese es an. Oh, hallo, Miss. Ich hatte nicht erwartet, dass jemand hier ist. Oh, hallo, ich bin Raxa. Ich bin hier, weil ich die seltsamen Vorkommnisse studiere. Ich schätze, das ist auch derselbe Grund, warum du hier bist, oder, Detective? Oh, sicher, das bin ich. Untersuche immer Zeug, mit Absicht. Sagst du mir, was du gefunden hast? Naja, da gibt's nicht viel, aber da scheint es eine seltsame Konzentration von Energie im Nebenraum zu geben. Ich suche mal im Internet nach einer Möglichkeit zu verstehen, um was genau es sich dabei handelt. Nun, sag Bescheid, wenn du etwas findest. Wer braucht keine Kreide im 21. Jahrhundert? Die meisten Leute? Ein gutes Argument. Ich hoffe, da ist nichts Verbotenes in diesem Stapel. Schön wär's. Du weißt, was ich meine. An langweiligen Orten wie Bibliotheken scheint die Zeit immer stillzustehen. Im Mikrofilmraum, da gibt es bestimmt einen Film für mich. Mikrofilmkiste. Das ist Strahlungsenergie, wie Raxa gesagt hat. Ich glaube, das könnte ein Hinweis sein, vielleicht. Hier gibt es einfach zu viel mitzunehmen. Selbst meine Taschen haben ihre Grenzen. Es ist kaputt. Wenn ich einen Mikrofilm einsehen will, muss ich einen anderen Weg finden. Mal schauen, was wir online finden. Du hast das magische Wort nicht gesagt. Gib Passwort ein. Sieht aus, als müsste ich das Passwort herausfinden. Das Passwort kann ich einfach so hier. 1, 2, 3, 4 Passwort. Nee. Das war wohl falsch. Vielleicht nur Passwort oder 1, 2, 3, 4. 4, 3, 2, 1. Wer weiß das schon heutzutage? Das könnte ein Hinweis sein. Ja, gut. Das heißt, ich muss was aus meinen Taschen rausnehmen, damit ich da was mitnehmen kann. Oder wie meinen die das jetzt? Ich habe etwas historisches Material zerstört, hoffen wir, dass es was wert war. Ja. Selbst zerschnitten ist es zu schwer zum Tragen. Ich muss etwas hierher bringen. Es ist kaputt. Wenn ich einen Mikrofilm sehen will, muss ich einen anderen Weg finden. Nun, er passt. Schauen wir uns an, was ich nicht aus Versehen an Twins Lake jüngster Geschichte herausgeschnitten habe. Das ist jetzt ein Scherz. Habe ich das nicht vorhin auch schon probiert? Da habe ich jetzt eine halbe Stunde lang oder noch länger rumgemacht.
Und ich hätte nur den blöden Mikrofilm da draufheben müssen. Ist ja schrecklich. Okay, dann schauen wir mal. Besser spät wie nie. Spinnenmotten tun es erneut. Hört sich an, als hätten sie einen Lauf, anstatt schon wieder ein Stadion niedergebrannt zu haben. Kürzungen am Hauptpersonal der Stadtbibliothek. Durch Kürzungen der Mittel bleibt der Bibliothek nur noch eine Notbesetzung. Ich weiß, dass Doris alt ist, aber das ist dann doch echt etwas unfair. Es bedeutet, dass hier sehr wenig Leute arbeiten. Oh ja, nur Doris gerade und sie ist in Wirklichkeit eine pensionierte Ehrenamtliche. Harte Zeiten. Computerakten gehen rauf, rauf, runter, runter, links, rechts, BA. Rauf, rauf, runter, runter, links, rechts, BA. Okay, das hat bestimmt irgendwas zu bedeuten. Hoch, hoch, runter, links, rechts, links, rechts, BA. Keine Ahnung, was das soll. Ich habe es mal aufgeschrieben. Ich hätte das nicht laut aussprechen sollen. Ich glaube, ich habe gerade etwas heraufbeschworen. Verrückter Detective fordert Kennzeichnungen für Teenager, wo Rituale die Toten zu erkennen geben sollen, die unter uns wandeln. Ich erinnere mich an den Fall. Was zum... Hallo, wer bist du und wie kommst du hierher? Ich bin der nie übersehen werden kann. Der Schlamm aus deinen Albträumen, der Kenner des Unbekannten. Aha, das ist ehrlich gesagt nicht sehr hilfreich. Hilfe ist für die da, die sie anzunehmen wissen. Alles klar, sagt mir, oh Wissender des Unbekannten, was ist hier los? Ich weiß nicht so recht. Aha. Aber ich weiß, dass der Feigling jetzt einen versteckten Raum schützt, einen, der gewaltige Macht und Schätze birgt. Zweifellos liegt das, was für die spektrale Beschwörung von mir und den anderen verantwortlich ist, in die anderen. Die anderen. Detective, mit wem redest du da? Ich rede mit, weißt du was? Ich weiß nicht einmal, wie ich das erklären soll. Wie war das alles nochmal? Jetzt Geheimraum, verrückte Machterin. Bisschen cool, Bruder. Wir sind cool. Okay. Hat er das Passwort für den? Der Geist hat jetzt auch kein Passwort. Sieht aus, als müsste ich das Passwort herausfinden. Sollte ich den Bücherausweis vielleicht? Oder sein alter Klopf, den er vielleicht verloren hat, irgendwann. Stopp! Lass mich in Ruhe. Wieso trägst du einen Viewmaster und mit wem unterhältst du dich? In Wirklichkeit wissen wir beide, dass es das Beste ist, wenn du gar nicht erst versuchst, es zu erklären. Gern geschehen, Detektiv, durchgeknallt. Was ist denn jetzt hier? Was muss ich denn jetzt hier machen? Also, vielleicht gehen wir auch einfach raus jetzt aus dem Lesesaal. Oh. Bitte, Sir, haben Sie einen Moment? Noch einen?
Ein weiterer Geist. Ja, mit Ihrer Frage haben Sie die meine bereits beantwortet. Mit Ihrer Frage haben Sie die meine bereits beantwortet. Huh? Entschuldigen Sie bitte, aber ich würde gerne wissen, ob Ihnen während Ihrer Reise dieser Schuft Crowley begegnet ist. Stark geheimnisvoller Mann mit einem dummen Hut. Genau der. Ich wusste, dass er hier irgendwo herumschleicht. Er hat einen versteckten Raum erwähnt. Ja, aber diesbezüglich sage ich nichts weiteres. Aber ich wollte kein weiteres Wort mehr, Sir. Kein weiteres Wort. Warum trägst du einen Viewmaster, Detective? Oh, das ist Teil des Spiels, das ich spiele. Das Spiel beinhaltet auch, dass ich vorgebe, mit unsichtbaren Menschen zu sprechen. Keine weiteren Fragen. Alles wurde zur vollsten Zufriedenheit beantwortet. Auf Wiedersehen. Oh, hier. Again. Bist du auch ein Auto? Ich erkenne dich nicht. Jo, aber nicht wie die eingebildeten Typen mit ihrer literarischen Fiktion. Jo, aber nicht wie die eingebildeten Typen mit ihrer literarischen Fiktion. Ich habe nützliches Zeug geschrieben, wie Hausverkabelungen und wie man selbst klempnert. Denkst du, du kannst den Fahrstuhl reparieren? Mit einer richtigen Ausrüstung geht's. Jo, ich brauche einen neuen Knopf. Nicht vergessen. Achso. Okay. Wofür ist denn das? Könntest du diesen Knopf benutzen, um den Fahrstuhl zu reparieren? Kann ich, bringt aber nichts, muss leiten, damit der Stromkreislauf funktioniert. Das sollte den Knopf leitfähig machen. Da-da-da-ding. Hier, der leitfähige Knopf. Könnte dieser Knopf den kaputten Fahrstuhl ersetzen? Mal schauen, sieht aus, als könnte ich das. Gib mir ein paar Minuten, um das hinzukriegen. Also im Grunde genommen bin ich ja vorhin schon im Fahrstuhl gestanden. Und das war auch genau meine Idee. Und wo ist jetzt der Geist hin? Kommt er jetzt gleich wieder? Achso, ne, der ist vielleicht in den Fahrstuhl rein. Ich verstehe nicht, warum wir hier rumhängen, Detective. Das konntest du nicht sagen, als ich den Kleber genommen habe, oder? Manchmal glaube ich, du siehst in mir nicht mehr als den lächerlichen Handlanger. Jetzt kann ich raus, okay. Ah, super. Danke, dass du den Fahrspiegel repariert hast, Gail. Helfe gern. So, dann gehen wir mal hier in den Horrorstock. Oh, schau, Doris hat anscheinend endlich den Knopf repariert. Nein, das war, vergiss es. Sieht aus, als wenn man von hier aus aufs Dach gelangen kann. Zum Glück verschlossen. Ich gehe bei dem Sturm sicher nicht wieder raus. Eine Sammlung von Büchern, die nirgendwo in der Bibliothek hinpassen. Wie man einen Dinosaurier kocht, wenn man jemals einen fängt. Das Internet und andere Hobbys. Architektur der Gedanken von Sarah Bellum. Und MMO-Buchhaltung. Sei der fiktive Bankangestellte, von dem du immer wusstest, dass du er bist. Weiter, ich kann nur hier in den Horror. Du bringst nicht einmal kleine Mädchen zum Weinen, Howie. Nur weil sie dir Angst machten. Nur weil. Der H.P. Lovecraft. Witzig. Nur weil sie die Angst, die ich heraufbeschwöre, nicht verstehen können, Eddie. Du spielst mit gängigen Klischees, deinem Groschenromanen fehlt der wahre Horror, bestenfalls Gruselbrei.
Deine besten Arbeiten sind nicht einmal von dir geschrieben, Betrüger, untoter Trickser. Wenn du so denkst, warum hast du dann meine Arbeit versteckt, Eddie? Ich sage es noch einmal, ich habe das Buch nicht. Du hast es wahrscheinlich versteckt, weil es dir zu gruselig war. Gah, du bist ein verbitterter Mann. Du solltest das hier lesen. Ich habe das gelesen und fand es gut. Worum geht es? Es ist die Geschichte über das Kind, welches tote Menschen sehen kann. Oh, das ist nichts für mich. Ich habe Angst vor Geistern. Entschuldigen Sie, haben Sie Lovecrafts Buch gesehen? Er und sein Poe-Kumpel hören nicht auf, darüber zu streiten, wer von ihnen das gruseligere Buch geschrieben hat. Ich nahm sein Buch in der Hoffnung, sie würden aufhören zu streiten. Anscheinend ist es nur noch schlimmer geworden. Nun, ich kann es nicht zurückgeben, bevor sie mit ihrem dummen Gedanken aufhören. Ich kann es einfach nicht. Wie bringe ich die beiden dazu, nicht mehr zu streiten? Das ist nicht meine Angelegenheit. Ihr wollt dieses Buch, es sorgt dafür, dass sie aufhören zu streiten. Es muss ihr irgendwo ein schreckliches Buch als ihres geben. Das würde ihre Gedanken sicher beenden. Kannst du die Geister auch sehen, Kleiner? Geister? Was für ein Unsinn, setzt du ihm dann da in den Kopf. Ich sehe sie, sie sind meine Freunde, also dieser hier schon. Manche von ihnen sind nicht so freundlich. Aber ich mag sie, weil der Ort leer war, bevor sie kam. Nur ich und Doris, und sie ist nur daran interessiert, die grässlichsten Bücher zu lesen, die jemals geschrieben wurden. Zitronen für jede Mahlzeit. Schmerzgeber. Es tötet. Von Äxten bis null Sauerstoff. Ein Leitfaden für Mörder. Der Mörder der Toten. Jeder ist schuld. Verfluchter Ort. Die schuldigen Morde. Abstichfest 6. Der Unterhelfer. Sie verlangen nach Blut. Ihr zwei macht besser keinen Ärger, hört ihr? Was ist hier los? Ist das Ihr Lesestapel? Oh, Sie haben alle schon gelesen. Schreibtisch fehlt ein Bein, also benutze ich Sie, um den Computer auszubalancieren. Ich würde mir gerne das Buch ausleihen, das Sie dann lesen. Du brauchst einen Bücherausweis, um dir das Buch auszuleihen. Kann ich einen beantragen? Oh, nein. Ich kann gerade nicht helfen. Bin mit meinem Buch beschäftigt, sorry. Duli, kann ich deine Karte benutzen? Da sind immer noch meine Gebühren drauf. Ich wette, du willst wieder einen Deal mit mir machen, stimmt's? Warum ist das Fenster zum Dach geschlossen? Aus Gründen der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes. Kann ich den Schlüssel haben? Fürchte nicht. Warum? Aus Gründen der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes. Kann ich bitte das Internetpasswort haben? Und der Zugang zu all den Schlüpfrigen muss man bla bla bla, keine Chance. Doris, ich brauche das Kennwort für meine Ermittlungen. Und ich muss sicherstellen, dass meine Bücher sicher aufbewahrt werden, bis mein Genie erkannt wird. Also nein. Falls du etwas benötigst, bin ich hier, außer ich bin nicht da. Ja.
Ich würde gerne das Buch ausleihen, das Sie da lesen. Du brauchst einen Bücherausweis, um dir Bücher auszuleihen. Wie den hier? Wie diesen hier, ja. Oh gut. Aber nicht diesen hier, das ist nicht deiner. Das ist ja nicht mal dein Gesicht. Dann muss es wohl irgendjemand anders. Vielleicht kann er sein Gesicht draufkleben mit dem Kleber hier kleben. Ich fühle mich, als wäre ich wieder bei Basti im Kindergarten. Hat sogar geklappt. Okay, Kalender. Ich habe das letztens für Doris besorgt, als ich aus der Versäumnisgebühr rauskommen musste. Dieses Mal muss ich wohl härtere Bandagen aufziehen. Lieber was anderes. Ah, stimmt. Muss nicht immer nur der Hintern sein. Ich will da wirklich nicht mein Gesicht drauflegen. Aber ich brauche ein Bild von mir. Was ich für den Job so mache. Jetzt habe ich mein Bild. Schön blöde. Hätte ich eigentlich gleich drauf kommen können. Dann klebe ich das hier drauf. Das wird der unglaubwürdigste, gefälschte Ausweis, den ich in meinem ganzen Jahr als Kopf gesehen habe. Und es ist selber der Kopf. Also. Ah, egal, Hauptsache wir kriegen den Fall gelöst. Und da wir ja hier die korrupte Polizei sind. Hier, gefälschter Ausweis an die Bibliothekarin. Ich würde gerne das Buch ausleihen, das Sie da lesen. Du brauchst einen Bücherausweis, um dir Bücher auszuleihen. Wie den hier. Oh, alles klar, hier, bitteschön, Paul. Paul, sein Name ist. Mein Name ist Paul, wie es auf dem Ausweis steht. Meinen Ausweis, Paul, Paul, Paul. Was habe ich denn schon drüber? Yes. Ich weiß schon gar nicht mehr, ob ich hin musste mit meinem Schundroman. Ach so, jetzt kann ich den Schundroman der Frau andrehen. Dann gibt die vielleicht das Buch her. Ich will das nicht, es stinkt nach Schrecken. Oder vielleicht will der Schrecken. Das Kind den schon drum anlesen. Will nicht. Okay. Ist das mein Buch? Nein, ist es nicht. Was ist das? Der schrecklichste Roman, den jemals geschrieben wurde. Und den hat keiner von euch geschrieben. Lass mich das sehen. Junges Mädchen, bla bla bla, umgekehrte Vampire, bla bla bla, Liebesgeschichte. Das hört sich schrecklich an. Seine pure Existenz lässt mich schaudern. Stimmt ihr zu, dass es schrecklicher ist als eure Werke? Hört ihr jetzt auf zu streiten? Einverstanden? Einverstanden. Kannst du glauben, dass etwas so Abscheuliches existiert? Kannst du glauben, dass es so bekannt ist? Stoker wird sich im Grab umdrehen. Ich hoffe, der arme Kerl kennt das nicht. Nun, sie sind weg, aber was jetzt? Ja, das ist tatsächlich irgendwie ein bisschen die Frage jetzt. Das Kreuz markiert das Opfer. Der Ausschlag, der nicht wegging. Hauptsache, du meintest, dass du im Internet nach Zeug suchst. Wie bist du durch die Firewall gekommen? Hast du etwas Unartiges vor, Detective? Ich? Nein, aber ich habe diesen Freund, der durch die Firewall der Bibliothek muss. Die ist ziemlich gut abgesichert.
Überraschenderweise, ich schätze, Doris war besorgt, jemand würde sich reinhacken und ihre unveröffentlichte Fanliteratur klauen. Aber ich habe das Admin-Passwort herausgefunden, damit kann ich die Blockade umgehen. Soll ich es dir geben, damit du es auch benutzen kannst? Bitte. Juhu, zweite Passwort. Kann ich ja. Habe ich das nicht vorhin gesagt? 1, 2, 3, 4. Komm schon, Frankie, das kannst du besser, okay? Ich hab's doch hier. 1, 2, 3, 4. Bitte sehr. Ich bin ein Geist. Ich kann das nicht selbst eingeben. Aber du kannst das Internet benutzen. Das sind Geister für dich, geheimnisvolle Wesen. Also doch nicht 1, 2, 3, 4. Komm schon, Frankie, das kannst du besser. Bitte sehr. Ich bin ein Geist, ich kann das nicht selbst angeben. Aber du kannst das Internet benutzen, das sind Geister für dich, geheimnisvolle Wesen. Ey, ist jetzt aber ein Witz. Jetzt sollte Crowley nach Herzenslust stöbern können. Okay, ich habe es so eingestellt, dass du alles aufrufen kannst, was du willst, ohne Einschränkungen. Ausgezeichnet, du willst davon nicht hier rumhängen. Richtig, ich lasse dich mal deinen Kram machen. Mach beim Rausgehen die Tür zu. Vielleicht kann ich nochmal mit der. Danke für deine Hilfe dabei, Raxa. Kein Problem, ich helfe doch gern, Hüter des Gesetzes, selbiges zu brechen. Was musstest du eigentlich nachschauen? Besser nicht darüber reden, ich hoffe nur, es taucht nicht auf der Rechnung für die Bibliotheksnutzung auf. Ob ich es gespürt habe? Ja, die Augen dieses Biestes sind nun auf etwas anderes gerichtet. Die Luft ist jetzt reiner. Nun, reiner ist vielleicht nicht der Begriff, den ich verwenden würde. Wie bitte, Sir? Vergiss es, geh einfach nicht in den Raum, wenn du es vermeiden kannst. Wie Sie meinen. So, um was geht es denn bei diesem verborgenen Raum? Ich sage Ihnen alles, was ich weiß. Es gibt einen verborgenen Ort hinter der Horrorabteilung im vierten Stock. Die Quelle der trügerischen Luftverschmutzung, die dem Gebäude zusetzt, liegt im Inneren. Wie komme ich rein? Eines der Bücher in der L-Abteilung ist ein Hebel. Betätigen Sie ihn und bringen Sie das in Ordnung. Viel Glück, Mann. Hörst du das, Dolly? Was genau? Oh ja, natürlich, wir müssen in den vierten Stock und den verborgenen Raum, in dem wir ein Buch aus dem L-Regal benutzen. Warte, woher weißt du das alles? Institution? Das Buch, das Yeats erwähnt hat, fehlt. Ich wusste nicht, dass du ein Fan von Lovecraft bist. Hm? Du bist gerade in der Lovecraft-Abteilung, eine Spur zu gottlos für meinen Geschmack. Ich frage mich, wo das fehlende Buch ist, das Blyton genommen hat. Überall Schlangen. Thank you.
Vielleicht liegt das Buch, ja, im Computer. In dem ausgehöhlten Computer. Ich habe sie dazu gebracht, sich auf das schrecklichste Buch zu einigen. Kann ich den Roman jetzt haben? Gut, ich wage nicht zu verstehen, warum sie dieses abscheuliche Ding wollen, aber ich habe es versprochen. Hier. Oh, du hast die Illusion des Kindes ruiniert, Detective. Das wird dir wahrscheinlich noch öfter passieren im Laufe des Lebens. Hier geht nichts. Es schien mit einem merkwürdigen Klickgeräusch einzurasten. Richtig, wir ziehen hier und. Nun, da ist die verborgene Tür, von der Yeats und Crowley gesprochen haben. Schaurige Portale sind ein wiederkehrendes Motiv, das ich nicht sehr mag. Lass mich raten, du bleibst hier, um mir wieder den Rücken zu decken. Du hast es erfasst, Detektiv. Versuche dieses Mal nicht wieder niedergeschlagen zu werden. Was ist das alles? Magica Aleister Crowleys Handbuch zum populären Zauberspiel. Der Gnostiker-Leitfaden für Ghouls und Geister. Rituale für moderne Hexuale. Das sind alles illegale Okkultismusbücher. Dies ist eine ziemlich hässliche Fundgrube. Warum wusste ich nichts von dem Zeug? Totenkopf? Normale Bibliotheksgebühr? Totenkopf, okay. Die periodische Tabelle der geheimen magischen Elemente. Die Shelley. Also, was machen Sie hier? Wie die Motte vom Licht, so werde ich von den unheimlichen Energien, die von diesem Buch ausgehen, angezogen. Ich mag gruselige Bücher und Elektrizität. Ich habe sogar Kerzen angezündet, um den Spukfaktor zu erhöhen. Ein kleines Loch, ich passe nicht durch, aber vielleicht kann ich etwas reinwerfen, um zu sehen, wo es landet. Ich kann den Totenkopf reinwerfen. Ich hoffe, das funktioniert. Mal schauen, wo es gelandet ist. Hoffentlich ohne Schaden zu verursachen. Diese losen Drähte scheinen zum Dach zu führen. Ritualbuch. Eine Ausgabe von Ripley's Cast in Cast It or Not. Sie ist bei Spirituosenbeschwören aufgeschlagen. Wenn ich es einfach schließe, klärt sich das ganze Durcheinander vielleicht von selbst. Autsch. Scheint durch diese fehlerhafte Verdrahtung aufgeladen zu werden. Ich frage mich, wo die hinführen. Baseballkappe? Was für ein seltsames Ding, um es hier zu finden. Das Necronomicon, ein zyklopisches Kochbuch. Was soll all der Lärm? Ich kann mich nicht lesen hören. Also Kleiner, was weißt du über die andere Seite von diesem Abzug? Ich wollte das nicht machen. Was machen? Ich war einsam, also ging ich auf Erkundungstour, da habe ich all diese tollen neuen Bücher gefunden. Aber das, was ich las, war gruselig und ich lief davon. Dann kamen die Geister, aber ich mag sie, weil ich jetzt neue Freunde habe. Sehen Sie?
Er ist ganz harmlos. Unruhestifter, sperrt ihn ein. In deinem Raum voller illegaler Bücher. Sagen wir einfach, beides hebt sich gegeneinander auf. Nur wenn ihr die Geister loswerdet und ihr dazu bringt, sich gelegentlich auch mal woanders aufzuhalten. Er kann zu mir, den Blutwölfen, kommen. Blutwölfe? Die Bürgermeisterin zahlte nicht mehr weiter die guten Tatsteuer, also mussten wir uns umbenennen. Ist das okay für dich, Kleiner? Sicher. Das ist großartig, aber zurück zur anstehenden Auflage. Wir müssen den Stromfluss ins Gebäude und in das Buch unterbrechen. Eben ist zu den Blitzableitern auf dem Dach gelangt. Hier, nehmt den Schlüssel. Duli, wir gehen aufs Dach. Aber es regnet draußen. Okay, spätestens kann ich aufs Dach. Seufz, dann Lu. Ich schätze, ich habe mich bereits vor einem Raum in diesem Fall gedrückt. Ich wusste, ich würde diesen Karte zu früh ausspielen. Das hast du, Kumpel. Das hast du. Verkabelung. Noch mehr Inschriften aus dem Geheimraum. Und sie führen zum Dach. Muss ich wirklich den ganzen Weg da oben? Da hoch? Grün an? Nein. Ja. So, bis dahin. Manchmal frage ich mich, ob die Leute von Twin Lakes wissen, wie oft wir ihnen den Arsch rutscht. Ich habe noch nie einen echten Pelz gerettet. Ich habe mal eine Katze aus einem Baum befreit, die hieß Pelzen. Ein Beispiel für uns alle, die wir wissen. Die Energie scheint von hier zu kommen, aber sie ist zu mächtig, um hier heranzugehen. Das ist eine Heidenlichtshow. Also, was soll ich machen? So schnell wie möglich wieder runtergehen. Sieht aus, als ob der Stromkreis das Boot unten mit der Antenne verbindet. Ich denke, ich sollte den Stromkreis mal unterbrechen und dann die Antenne an den Blitzableiter anschließen, damit der Strom irgendwo hingehen kann. Thank you.
Stunden Stunden haben. Wo muss es denn hin? Nach da unten. Autsch, meine Hand. Schau mal, Detektiv. Der Sturm klingt ab. Stell dir vor. Okay, wir sollten jetzt in der Lage sein, das Buch zu schließen. Ach so. Bin ja schon auf dem richtigen Sturm. Ist jetzt alles wieder friedlich, ja. Habe ich es geschafft. Kofferraum ist gefüllt, aber ich verstehe immer noch nicht ganz, warum wir all diese Bücher mitnehmen mussten. Dolly, die sind verboten. Schwere Schmuggelware. Dann haben wir eine Vereinbarung, Doris. Du bestrafst mich nicht wegen der Bücher. Ich verklage das Kind nicht für das Eindringen in den Schacht. Ich gehe wieder zurück an die Arbeit. Kein Spuk mehr. Sie sollten auch die Verkabelung reparieren lassen. Uff, na schön. Komm, Dolly, fahren wir zurück ins Revier. Wir sehen uns im Camp, Mr. Dolly. Bis später, Devon. Fall geschlossen.